Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei 119 und Thüringen, Version 3.101. Ja, Pferdegras. Thema Pferdegras. Ich habe mir ein bisschen belesen und ein bisschen mal was zugehört und auch mal zugeschaut. Wenn ich richtig liege, müssen wir Pferdegras Heu feucht bekommen. Das soll so funktionieren, dass er beim Zettern zweimal gezettert wird. Also, und da alle um am Feld ist, abkoppeln. Wir testen mal. Da werden wir mal ganz kurz mal einen kaufen, vielleicht zwei. Es liegt ja schon Gras parat, Pferdegras feucht ist ja schon mal da. Das werden wir gleich mal nehmen und zettern. Die Maschinen sind sehr laut, können wir mal leise machen. Heute mal so mitbekommen in der Aufnahme. Oh, das schon. Ja, wir haben schon 10% bloß, ne? Nehmen wir 80% runter. Speichern. Also soll er nicht so laut sein. Soll ja nicht angeschrien fühlen, ne? Ja, so besser. Auf jeden Fall. Also bitte schreibt einen Kommentar rein, sobald das irgendwas zu merken ist, was zu laut ist oder zu leise. Es hilft mir und es wird euch auch helfen. Dann ist ja dann doch besser zu verstehen. Und klar sind einige Maschinen unterschiedlich. Aber wie gesagt, immer gleich reinschreiben, sofort Bescheid geben. Wenn sie was durch ein Update sich verschoben hat, lautstärkemäßig, kann da passieren. Und ich krieg's nicht mit. Aber bei mir mache ich ja nur laut und leise und dann ist gut. Aber wie gesagt, bei euch ist ja der Mix anscheinend. Ne? So, da sind wir. Wir brauchen zwei Zetter. Genau. So. Wenn dann nicht. Doch, wenn dann. Ich plane ja eigentlich, wenn dann muss es groß sein. Also das Mähwerk vom Krone ist ja recht breit, hat der gute 13 Meter. Dann würde ich eher auf die Breite gehen und dann zum Schluss schwatten. Details. Ich kaufe das mal, also teuer sind ja auch nicht. Kaufen. Und gleich nochmal das zweite Mal kaufen. Zurück. Und dann brauchen wir einen Schwatter. Da Pöttinger leider kein Gerät jetzt hier dabei ist, wenn man nehmen könnte, was von der Arbeitsbreite mir passen würde. Es gibt einen von über 14 Meter, aber hier ist keiner dabei. Hier haben wir aktuell den kleinen, den Zweikreisler mit 6 Meter und es gibt aber einen mit 14 Meter schon. Habe ich neulich mal ein Werbevideo gesehen. Und der hat auch nur knappe 6. Für den alpinen Bereich ist es sicherlich ausreichend, weil da braucht man nicht so breiten, keine so großen breiten Geräte. Also wir nehmen einen von entweder Lilly 14 Meter oder Kuhn. Kuhn hat auch noch 9. Dann nehmen wir von der Firma Lilly, wie auch immer aussprechen könnte, erstmal. Grunde brauchen wir auch zwei von, ne? Sofort im Verband erpressen können mit zwei Maschinen und zwischendurch sicherlich mit dem dritten her mit helfen vielleicht. Ich kaufe mal zwei, nützt ja all nichts. Wir müssen Gas geben, bevor nächster wieder Regen kommt, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das entsprechend Auswirkungen hat Also jedenfalls ist Gras auf jeden Fall weniger, ne? Oder das Pferdegras. Ne? Das ist so mal ein Grund, warum wir sagen müssen, wir müssen schnell arbeiten, dass wir im Prinzip ganz schnell das loswerden. Aber im Versuch starten wir mit einem Gerät und dann mit einem anderen Traktor mit einem zweiten Gerät. Das mache ich mal so. Und falls das nicht funktionieren sollte, ja gut. Gelaufen, sagen wir so, ne? Aber irgendwie geht schon. Oh, juckt. Bisschen Wasser reinkommen, sicherlich vom Waschen. Abtauchen. Ja.
Ich habe ja nämlich letztes Mal auch getestet den Arm in anderen Spielstand, also im Prinzip den Spielstand kopiert und dann anderweitig mal schnell vorgespult und habe festgestellt, erstens kam häufig Regen und zweitens, das war das eine Problem, nach 3 Tagen war das wieder gewachsen. Und ich möchte eigentlich das komplett gatscht hier, ne? Irgendwie, ne? Ich möchte im Prinzip in 3 Tagen also alles gemäht haben. Wenn das nicht klappen sollte, dann müssen wir das nicht zettern. Und dann können wir auch die Ballen so pressen, wie halt wie gedacht halt, ne? Denn so wird es mir garantiert bloß ja, wenn nur Gras, Silage, Ball, ne? Und dafür gibt es mal nicht viel Geld bei der BGH. Und für die Kühe brauchen wir es nicht so viel. So, das ist mal der erste Traktor. So, V. Aktivieren. Erste Mal Zetter, ne? Immer die ganze Spur nehmen. Man sieht auch schon, dass die Farbe sich ändert. Und dann werde ich mal gleich sehen, wenn das klappen sollte, sofort den Mähwerk angehen, anschmeißen, auf breit, also auf Breite, und dann gleich hinterher mit Zettern. Also erst mal Zettern und dann gleich dasselbe nochmal, ein zweiter, nicht ein Verband, aber beim Schwatten her im Verband. Wenn das, ja, das geht, das kann man ja extra programmieren. So, erstmal, ja, ausschalten, ne? Können wir stehen lassen, erstmal. Da gehen wir über das Menü rüber zum nächsten Fahrzeug. Ja, da können wir machen dich bei. Mit aufnehmen, mit also Gras aufnehmen über das Gerät da unten. Das funktioniert nicht, das bringt nur Gras. Ich habe das auch mal in der Beschreibung gelesen, Tabelle. Das wird nur Gras bringen. Egal was wir machen. Das ist dann halt so, ne? Blöd gelaufen, ne? Warum das so ist, keine Ahnung. Ist halt so, ne? Dass überhaupt über Zettern jetzt zu Heu wird. Auf Schlagartig ist eh komisch, aber weil wir in Fall Season eigentlich Heu braucht ein bisschen Zeit zum Trocknen. Aber bei Heu ist ja so, bei Seasons, wenn das jetzt trocken genug ist, schlagartig, wird es dann Heu. Gut, bei 15 Grad sicherlich nicht und ist allgemein noch recht feucht. Aber wenn jetzt 30 Grad wären und die Luft sich bewegen würde durch Wind und so, könnte es sein, dass innerhalb von einem Tag oder anderthalb Tage trocken wäre, ohne was sie da was machen müssten. Ne? Zeigt, es hat im Prinzip keine Wirkung, egal was wir machen. Ne? Ja, und den Mod habe ich jetzt unten, den Realismus Mod, wieder auf die alte Version gebracht. Ich hatte ja noch eine alte Sicherung gehabt, weil der neue, der spinnt zu sehr. Also die sind die Vorderreifen nur so in die Erde reingedrückt worden, also das war kein Fahren mehr. Hätte ich ohne spielen müssen, wenn ich keinen mehr gehabt hätte. Also immer von älteren Mods, wo kein Update gibt, immer mal sich jetzt halber eine Kopie behalten, ne? Das kann bei Seasons auch oft hilfreich sein, ne? Also wenn da mal, wenn sich mal daneben gegriffen haben und irgendwas, ja, störend ist durch einen anderen Zufall, durch ein anderes Gerät oder irgendwas, dass nicht gleich alles klappt, ja, dann kann man immer notfalls auch zurückgehen auf die Version, die halt funktioniert hat, ne? Also da ziehe ich es nach wie vor mal nicht die 22, glaube ich, Version. Ja, und ich weiß nicht, ob es schon neue gibt, ich glaube schon. Ich hoffe ja insgeheim, dass sie vielleicht für
das neue LS nehmen würden, ne? Macht Geräusche, der Bruder hier. Kommt jemand durch? Ja. Ja, dann müsst ihr gleich mal die Ballen einsammeln. So. Jetzt haben wir ein neues Gerät, muss ich jetzt eigentlich Pferdeheu werden. Pferdeheu feucht. klingt irgendwie komisch, aber ist dann halt so. Pferdeheu feucht wird Silage. Also Pferdeheu wird noch dreimal zettern werden, ne? Also nicht mehr feucht, sondern Pferdeheu dreimal. Und das wollen wir nicht haben, wir wollen ja. Also kurz aussteigen. Gucken mal rein. So. Meldet er mir jetzt hier? Unkraut. Da ist jetzt nichts zu erkennen. Also. Ist auch egal. Die wollten es ja von der Farbe her schon mal anders wie da, ne? Da ist ja richtig kräftiges Giftgrün, sag ich mal so. Und hier ist es eher so. Schon leicht, ne? Dunkler, nicht mehr so extrem. Gut. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie ändert sich die Farbe, ne? Ja, es ändert sich nochmal. Das könnte Erfolg haben. Da bin ich jetzt sehr optimistisch. Das ist top. Wir brauchen nicht auf Seasons warten, ne? Es war jetzt nicht, müsste eigentlich normalerweise jetzt nur ein, zwei Tage stehen bleiben, bis es passen würde. Aber wie gesagt, so ist top. Geht darum, dass ich nur mindestens einen Ball hinbekommen würde. Ne? So, dann nehmen wir die Traktoren von Anhänger weg. Die lasse ich dran. Ne? Und die brauchen dann gleich. Dann gut, dann können wir gleich mal den anderen starten. Der kann ja nochmal loslegen. Wo ist er? Das Laufen dauert so lange, das ist so weit weg. Da muss ich auch noch wegfahren, aber das ist nicht das Problem. Einsteigen. Und den können wir jetzt auch breit gehen. Also F1. Und zwar Alt. Streichen Z normalerweise. Ne, das können wir nur so machen. War ein bisschen zurück der richtigen Kurs, ne? Sondern unter einen anderen Kurs. Der erste Weg und nicht. Ja, genau. War gerade fertig, der Bursche. Ja, cool. Mit schönes Gras. In drei Tagen will es abgeändert haben. Spätestens, ne? Gut, der jetzt in der Zeit, wo er mäht, können wir jetzt an der vorbereiten. Ja, gut, so wird das nichts. Den fahren wir mal weg. Ich hätte ja ganz gerne mit dem gemacht. Aber leider hat es nicht so sein sollen, ne? Wollte ja das Pferdegras mit dem ja, Silo reinbringen. Verdichten und dann ja, mit einem Radlader in die BGH bringen. Das ist ja gleich um die Ecke. Und geht nun leider nicht. Na, der ist gegen den Baum gefahren hier. Gut, das ist aber egal, der Zettel. Dann brauche ich jetzt den gleich den. Ja. Die beiden brauchen, sobald fertig ist, die Ballen runter sammeln, ne? Ja, hat nun zuerst, ne? Holen wir mal die Ballen runter, da können wir gleich nachher. Wenn die Ballen runter sind, dann können wir ja entsprechend gleich beginnen mit den ganzen Arbeiten. Wenn da noch die Ballen drauf liegen, dann können wir nicht anfangen. Auch wenn wir die ersten beiden Reihen nicht machen müssen beim Mähen. Aber. Erst noch mal bei mir langsam machen.
So, jetzt kann das täuschen, dass es da links, naja, nicht so stark auflegt. Ne? Ja, die Wahlen müssen wir weg. Sonst beim Neustart des Kurses, beim Zetter, wenn er fertig ist, dann ist es ja besser, wenn es, dann wäre es gut, wenn die Ballen nicht liegen würden, ne? Weil ich werde ja hier komplett bei Null anfangen müssen. Das sind alles Ballen jetzt Gras, Silage. Das ist ja halt so, ne? Das lässt sich nun nicht verhindern. Ja, aber wie gesagt, das ist ich dachte auch, geht einfacher, ne? Aber wie gesagt, das ist bei einigen Sachen, die ich halt belesen, ne? Und das liegt am Mais plus plus, kann man sagen, ne? Bei der Extension irgendwie. Nicht an Seasons. Man muss irgendwie einen Mittelweg finden, wenn man das hinkriegt, dass man das die richtige Konsistenz hat, kann man sagen, ne? Normalerweise wäre es ja so, dass man sagt, ach ja, egal. Lass liegen, ne? Und dann ist irgendwann Heu. Und Heu ist jetzt zu spät. Dann brauche ich noch eine Anzeige, wenn man sagt, okay, ist fertig oder nicht fertig, ne? Dann haben wir noch Ballen zu sammeln auf Feld Nummer 41 und 42. Einmal Kleesilage und Luzernenlärm. Da ist es wiederum egal gewesen, ne? Das war egal. Ob nun ob feucht oder trocken ist, ist da wurscht gewesen, ne? Warum das so ist, ich weiß es nicht. Das ging mir auch in die Aufleitpapiere. Die kriegen Probleme, hier haben wir kann sein, dass ich vielleicht mir da einen Traktor holen muss mit entsprechender Bereifung. Aber wie gesagt, beim anderen hätte ich wahrscheinlich eingesackt, ne? Sehr wahrscheinlich. Sind ja die Räder durch, ne? Das 90%. So. Dann müssen wir jetzt. Aber wie gesagt, ein sammelndes Problem. Problem ist nur, muss gepresst sein, ne? Dann ist es ein Folie eingedrückt, da kann regnen, wie wir will. Das ist egal. So, nächste. So. Gucken wir mal, wie weit der schon ist. Ja, das sieht optisch nicht viel aus, ne? So leer, ne? Gut, die Menge war auch bei 400.000 gewesen, Berechnung her, ne? Also vielleicht hätte ich auch mit den Reifegraden ein bisschen warten müssen. Ich komme nicht raus. Doch. Wir haben einen Reifegrad warten müssen, theoretisch, weil man sich anguckt. Gras. Wenn wir nicht ganz weit, ist erst gelb. Ne? Wenn es jetzt vielleicht dunkel gewesen wäre, vielleicht besser gewesen. Da würde ich bei unseren Feldern auf jeden Fall noch warten. Und da muss ich bald düngen. Das ist jetzt. Lass ihn mal mähen. Er muss ja alles fertig mähen. Das ist ja all nichts. Die ganzen Bereiche muss er noch mähen. Und kriegt dafür Zeit. Eine Stunde 14. Dann haben wir schon 21 Uhr. Zettern. Dauert halt eine Weile. Big Krone wollte ich nicht mehr zu kaufen jetzt. Aber wenn wir wahrscheinlich immer müssen, ne? Gut, jetzt wollen wir mal mähen lassen. Wir werden mal sehen, dass wir jetzt mit unserem LKW die Ballen erstmal weglegen. Eine BGAD ist noch nicht rein. Du schau, heute ist ein Plus heute, ne? Ja, Überlänge. Du schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag ich mal tschüss, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Tschüss.